Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist euer M3D, bin hier bei Mod. Und ich habe eine geile Idee, beziehungsweise wir müssen was ändern, meine Lieben. Ich habe bemerkt, das ist hier alles zu hoch. Ne, das ist schon mal nicht gut. Und das korrigieren wir jetzt einfach ein bisschen und dann, ja, dürften wir eigentlich fein damit sein, ne? Ich muss nur mal gucken, ob ich das gut korrigieren kann. Da hätte es hingemusst, Mann. Ich bin auch schlecht manchmal, ne? Oder häufiger, leider. So. Ich habe übrigens auch mal ein bisschen Herobrine runtergestellt, weil er ja in der letzten Folge so übelst Amok gelaufen ist und alles. Ich hoffe, das hilft. Flup. Und wir müssen halt gucken, dass es nicht zu weit runtergesetzt ist. So, wo haben wir denn jetzt überhaupt die Redstone-Blöcke? Da haben wir sie doch. Guck mal. Nee, die behalte ich mal noch. Ihr. Ah, die brauche ich auch. Mann, ihr, dann Erde. Tschüss. Weg damit. So wird's passieren. Her damit. Flump. Ja. Ich meine, zum Glück haben wir es jetzt vorher noch gesehen. Weil jetzt stellt euch mal vor, wir hätten alles fertig gemacht. Auch mit dem Zombie hier oben und so. Es wäre, ja, glaube ich, ein bisschen unschön gewesen. Aber so geht's ja eigentlich. Und das können wir eigentlich auch komplett wegmachen hier. Das ist doch Quatsch, oder? Aber wir lassen es jetzt erstmal, weil ist halt so. Und ich muss mal herausfinden, was passiert, weil er ständig Schaden bei mir kriegt. Also keine Ahnung, was das ist, aber er kriegt bei mir ständig auf die Schnute und das gefällt mir irgendwie nicht. Warte mal. Haben wir keine Gleise hier so einstecken? Ich brauche den Wagen jetzt, dafür brauche ich unbedingt einen Platz frei. Ja, jetzt habe ich was. Komm. Ja, es hat geklappt, es hat geklappt. Ah ja, das habe ich auch gekriegt, okay. Die Gleise sind jetzt nicht so schlimm. Die interessieren uns nicht. So, und flop. Und flop. Ja, wie gesagt, der kriegt bei mir immer Schaden. Was mach ich denn für einen Scheiß, Alter? Ich weiß noch nicht genau, warum. Ob es die Sonne ist oder so? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber auch das Problem werden wir lösen. Gar kein Stress damit. So, weg damit und geschafft. Schön, jetzt kommen wir nicht mehr hoch, ne? Scheiße. Dann nehme ich den Block hier, ganz elegant. Blub. Wow. Fast wäre ich runtergefallen, Mann. Okay, ich würde jetzt tatsächlich das obere Ding hier noch erweitern. Ich weiß nicht, ob das nötig ist, aber besser ist es auf jeden Fall, oder? Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Und hier so ein Block. Ne, das war ja ein bisschen dumm gerade, ne? So wollte ich es machen, genau. Wir erweitern die Plattform jetzt so gut wie es geht, aber ja gut, können wir noch gar nicht machen. Weil wir noch auf den Zombie warten müssen. Oh, ja, ich merke schon. Oh, schnell wieder wegmachen. So, es darf nicht sein. Am Ende spawnt er hier. Also die Golems und das ist nicht gut. Okay. Ja, wir müssen halt jetzt wieder den Weg nach oben schaffen, ne? Bisschen doof, aber da machst du nichts, leider. Habe ich die Materialien? Ach, du Scheiße. Oh, Alter, was hat denn der einstecken? Habe ich die Materialien dabei? Ich glaube schon, oder? Wir fallen jetzt erstmal ganz elegant hier runter. Das heißt hier und dann eventuell auf die Kiste. Oh, ich bin Profi. Ja. Oh, Zombie. Du bist ja perfekt. Ich glaube, wenn die was in der Hand haben, dann können die auch nicht mehr die spawnen, ne? Hast du Schaden bekommen? Ja, ein bisschen. Aber hier unten sind ganz viele. Oh, mein Gott. Hier unten sind ja ein paar. Dann arbeite ich mit denen, die hier sind. Pass auf. Oh nein. Well. Plump. Au, was war das? Das ist scharf, ne? Der hat volle Leben. Dich brauchen wir. Guck mal. Wir dezimieren erstmal ein bisschen. Ja. Und du kommst jetzt mit, mein Friend. Rein da. Aua. 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 Ja, schlage mich. Da stehe ich drauf. Oh ja. Nein, geh wieder rein. Oh, ich sterbe. Ich sterbe. Aber das muss sein. Nein. Ah, ich bin so bad. Nochmal. Alle guten Dinge sind 10. Rein mit dir, komm. Zombie, dich brauchen wir, ne? Ja, au, 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 au. Boah, mein Gott, ich kack ab. Nochmal. Los. Wir machen es nochmal ein, zwei, drei nach hinten. Ja. Au, 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 au. Ja.
Sehr schön. Jetzt hat's doch geklappt. Okay, fein. Namensschild. Wir brauchen für den nur noch ein Namensschild. Also das haben wir, glaube ich, auch irgendwo. Den töten wir jetzt? Ja. Und dann haben wir noch den hier. Der hat genug Leben, würde ich sagen. Hoffe ich zumindest. Ah, das ist ganz schön Stress, ne? Muss man mal sagen. Aber unser Weg wird sein, nach oben zu kommen jetzt. Wir haben... Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir genug dabei haben. Aber wir brauchen ganz viel jetzt davon. Wir gucken mal einfach in unsere Rucksäcke rein. So. Ah, hier haben wir einen Nametag. Perfekt. Die Gleise hier müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Dinger können auch nicht schaden, wenn wir sie dabei haben. So. Was brauchen wir noch, meine Lieben? Was brauchen wir noch? Ja klar, die hier auf jeden Fall, ne? Dann machen wir noch die Eimer weg. So. Das Bienennest machen wir auch mal weg. Sicher, sicher. Das Essen machen wir hier rein. Weißt du was? Ich glaube, ich nehme noch einen zweiten Zombie. Oder? Wie viel Leben hat denn der noch? Der hat volles Leben. Der wäre sogar ein bisschen wertvoller für mich. Aua, warte doch mal ganz kurz. Ich beeil mich doch schon. Ja, Harald. Ich beeil mich. Oh, du machst immer so einen Stress. So. Du bist safe da drin, ne? Der kriegt durch die... Nein! Der kriegt durch die Fliege Schaden. Das ist ja scheiße. Dann muss ich in der Mod die Fliege wegpacken. Oh mein Gott. Deswegen stirbt der Zombie da oben. Kann man die Fliege deaktivieren? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh Mann. Egal. Wir haben einen Plan, ne? So, darum kümmern wir uns später. Wir haben hier nichts, aber schön viel Platz. Sehr erfreulich. Weg damit, weg damit. Aber warte mal, das Essen wollte ich eigentlich hier reinpacken gerade, ne? Das ist doch okay. So. Ja, ansonsten reicht's ja. Haben wir noch irgendwo welche Gleise? Ja, hier. Nehmen wir nochmal das, ja scheißegal. Hier ein bisschen Erde. Und damit arbeiten wir uns jetzt nach oben. Wir haben ja... Ja, das wird reichen. Das wird auf jeden Fall reichen. Holz. Hey, du Holzkopf. Ja, warte. So. Weg damit. Ich glaube, 40 werden damit auch erstmal reichen, oder? Dann haben wir 54. Ja, wir probieren es einfach mal damit. Wird schon irgendwie schief gehen. Und wir behalten den Zombie erstmal da drin. Weil wir uns die Frage stellen, was wir gegen die Fliege machen können. Ne? Ich denke mal, da kümmere ich mich einfach am Ende der Folge drum. Dass ich mal ganz kurz die Option durchgammel. Und wirklich gucken kann. Oder wirklich gucke, so. Ob man die Fliege deaktivieren kann. Ich hoffe es, weil sonst wäre es ein bisschen... Oh Gott. Ein bisschen traurig. Was müssen wir ja jede Woche da einen Zombie hochbringen? Das würde ich irgendwie nicht so feiern, muss ich sagen. Naja, egal. Irgendeine Lösung wird schon geben. Ansonsten müsste ich die Mod rausmachen. Was ist denn das überhaupt gewesen? Ach, das ist meine Tiermod, ne? Oh, die würde ich umgehend rausmachen, ehrlich gesagt. Ist auch, glaube ich, das, wo die Drachen mit drin sind und so ein Kram, ne? Oh, nö. Nee, nee. Das wird man schon irgendwo deaktivieren können. Wir haben hier eh viel zu viele Fliegen irgendwie. Und ich habe auch das Gefühl... Dadurch, dass wir so viele Fliegen haben, haben wir auch deswegen keine Bienen oder sowas, die hier großartig rumfliegen. Die teilen sich bestimmt einen Spawn oder so. Wäre zwar ein bisschen traurig, aber ja. Deswegen ist es auch, glaube ich, so oder so eine gute Idee, wenn ich das einfach ein bisschen nach unten stelle, ne? So, wir müssen mal gucken, wie hoch wir jetzt müssen. Das kann wieder ein paar Minuten dauern, meine Freunde, aber das kriegen wir hin. Uah, was? Hä, bin ich doof? Ich bin gerade voll nach links abgedriftet, Alter. Also entweder, ja, bin ich Epileptiker und hab irgendwie auf die Taste gedrückt oder so, ohne es zu merken. Oder, ich bin einfach doof, kann auch sein. So, gleich geschafft. Also vielleicht ist relativ, vielleicht, okay, aber halt geschafft. Block für Block kommen wir voran. Ich habe schon fast das Gefühl, es wird ein riesengroßer Umweg, Mann. Warte mal, wir machen das so. Wird das reichen, um da hochzukommen, oder ist das wieder zu knapp bemessen? Oh, ich weiß es nicht, Mann. Scheiße. Nee, es kann ganz knapp funktionieren.
oder? Ja, ja, das wird gut. Das wird gut, meine Freunde. Das wird sehr, sehr gut. Ja, theoretisch gesehen könnte man halt schon dann direkt ins Hobby hochbringen. Aber ja. So. Hier müssen wir uns halt auch ein bisschen beeilen, weil die Golems halt da drauf spawnen könnten auf diese Blöcke. Ist eigentlich nicht so geil. Deswegen muss man auch da schnell, glaube ich, die Gleise drauf bauen. Damit es einigermaßen in Ordnung geht. So, eine Höhe machen wir noch. Perfekt. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Immer genau drüber, ne? Ah, oh, ich krieg den Block nicht weg. Scheiße. Gleise. Sag mal Gleise, Junge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In der Schule wird geschrieben. Bla bla. Blieb, blub. Und jetzt 10.000 Kilometer nach unten latschen. Das geht ja zum Glück schnell. Jawollo. Es ging schneller, als ich dachte, ne? Haben wir ja richtig einen Zahn zugelegt, Freunde. Geil. Nochmal hier die Kurve gehen. Blub. Schön. Okay, das steht. Jetzt muss ich trotzdem nochmal ganz kurz hoch. Oh, ich habe nur noch 3% beim Helm, ne? Den ziehen wir jetzt aus. Also dafür ist die Mod richtig geil, dass man schön sieht, was Sache ist. Wir machen jetzt erstmal davor nochmal diese Blöcke weg. Also diese Half-Slabs hier. Oh, das habe ich befürchtet, ne? Genau das ist das Problem, Freunde. Du, Kollege, darfst ja gar nicht spawnen. Also ja, wie man sieht, darfst du schon, aber du sollst nicht. Well. Please, schmeiß mich nicht runter. Please. Oh, bitte nicht. Der schmeißt mich doch safe gleich runter, oder? Bitte stirb. Ja. Okay, 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 okay. Wir müssen uns beeilen. Wir haben auch keine Gleise drauf. War wieder dumm. So, ganz schnell. Hat er jetzt nur Blumen gegeben oder sind die Eisen runtergefallen? Und er ist so eisenhart, dass er uns nur Blumen geben kann. So, okay. Ich hoffe, das reicht jetzt, ne? Ich habe keine Ahnung. Ist doch scheißegal. Flup. So. Das ist Federfall, ne? Weswegen wir so wenig Schaden kriegen. Hammergeil. Okay. Wir müssten dann eigentlich nur noch einen Weg erschaffen. Das können wir auch nochmal gerade ganz schnell machen. Ich denke, wir nehmen auch den... Hä? Hä? Wieso sind jetzt beide tot? Kann mir das mal jemand erklären gerade? Warum verschwinden bei mir die Zombies? Das macht gar keinen Sinn. Meint sie echt, die wurden von der Fliege getötet jetzt? Scheiße, Mann. Also Glück habe ich auch nicht, oder? Du kannst sagen, was du willst, aber Glück ist da nicht dabei. Egal. Wir checken aber noch die Dorfbewohner ab. Weil da habe ich auch noch eine gute Idee. Wir machen das so, dass wir noch einen weiteren Farmer machen. Eventuell paaren die sich dann noch weiter voran. Und dann fangen wir auch an, denen langsam Berufe zu geben. Verstehst du? Die sollen jetzt ihre Ausbildung machen. So. Das ist wichtig. Flup. Lass mal reingucken hier. Was geht hier ab? Ja, wir haben auf jeden Fall mehr als genug. Das ist schon mal schön. Wir haben auch genug Betten. Aber ich würde jetzt gerne noch einen Komposter machen. Dafür brauche ich Holz. Habe ich doch hier irgendwo gehabt, oder? Ah, Hilfe. Hier habe ich Holz. Ich brauche 6 Holz dafür. So. Ja, ja, ja. Ich kümmere mich um euch. Ich kümmere mich um euch. Jawollo. Da ist unser Komposter, Freunde. Yeah. Macht ja bei dir, läuft ja richtig. Ich weiß. Oh mein Gott, mach die Scheiße da weg. Danke. Und the next, please. Flop. Wer möchte? Ja, ein Freiwilliger. Yippie. Hey, Bauer. Du hast ja geile Kartoffeln, Junge. Guck mal, hier können wir eigentlich auch mal machen, ne? Mal so traden versuchen. Oh, scheiße. Eine giftige Kartoffel. Flop, flop, flop. Und irgendjemand hat natürlich das Feld hier mit der kaputt gemacht. Ihr macht das echt super. Bin stolz auf euch.
Ich weiß, das ist eigentlich ein Fehler, was ich hier mache. Aber es ist nicht so schlimm. Oh, die paaren sich gerade. Oh, oh. Romantik. Erotik. Liebe. Hier brennt die Leidenschaft, meine Freunde. Hat er mir gerade Essen gegeben? Danke. Geil. Schön, schön, schön. Es wird halt ja nochmal schneller funktionieren. Geil, geil, geil. Raus da. Was mit dir? Wie bist du da hingekommen? Achso, statt du bist eingesperrt. Okay, dann ist alles okay. Dann habe ich nichts gesagt. So, machen wir nochmal hier mit zu. Alles klar, wir müssen jetzt die nächste Nacht abwarten. Uns einen neuen Zombie holen. Aber wir machen das eh erst am nächsten Tag. Oh, ein Händler! Oder? Nee. Oh, dachte gerade. Schade, Mann. Hallo. Ich habe euch runtergestellt. Verpisst euch. Oh, du bist auch nicht normal. Oh, schade. Wir müssen halt die Gegner auch ein bisschen safe halten, ne? Und eigentlich muss hier ausgeleuchtet sein auf Doom. Habe ich halt auch nicht gemacht, ne? Aber warte, nein. Ah, Hilfe. Stopp. Ich will doch das Zombie-Spawn. Also auf gar keinen Fall ausleuchten. Später, später, später ist okay. Komm, wir töten mal einen Enderman. Penner! Penner! Aua! Ah, Panik! Ja! Der hat nichts gedroppt, der Asi. No! Schade. Ein bisschen gemein, würde ich sagen, verstehst du? Aber es ist, wie es ist. Okay, hier ist nichts. Soweit bin ich sehr zufrieden, weil es ist ja alles friedlich, ne? Es ist ja schon mal sehr, sehr gut. Muss ich trotzdem nochmal gucken, wie ich dann die Fliegen wegkriege? Wir haben halt eine Fliegenplage, verstehst du? Absolut scheiße, Mann. Es sind trotzdem noch ganz schön viele Tiere, oder? Oder habe ich Scheiße gebaut? Ich meine, es wäre nicht ungewöhnlich, auf jeden Fall. Egal, meine Lieben. Ich pimmel ja einfach nur dumm rum. Das macht ja auch keinen Sinn. Das lassen wir mal schleunigst bleiben. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge, meine Lieben. Tschüss.